Los geht's mit Teil 2 von dem Anhängerbau. Ich bin jetzt so weit, dass ich das Chassis, also den Grundrahmen, zusammenschweißen möchte. Dazu muss ich das Ganze einmal ausrichten. Als Basis habe ich mir hier den kleinen Anhänger geholt. Der hat eine ziemlich gerade Oberkante, also die Bordwand vorne und die Klappe hinten sind parallel zusammen. Das heißt, ich habe so eine gerade Fläche. In Ermangelung eines Schweißtisches muss ich mir halt irgendwie behelfen. Ich werde das Ganze jetzt ausrichten, wahrscheinlich 1000 Mal messen, zusammenlegen, anpunkten, wieder messen, wieder anpunkten, wieder messen, wie man das so macht. So, das Chassis liegt jetzt. Ist ausgerichtet, alles fixiert, Diagonalen gemessen und jetzt werde ich anfangen, an den Verbindungsstellen Schweißpunkte zu setzen, danach die ganzen Klammern entfernen, wieder messen, gegebenenfalls nochmal nachjustieren und dann sehen wir uns später wieder. Die ersten Punkte sind gesetzt. Zwischendurch habe ich immer wieder nachgemessen, sowohl mal mit dem Winkel, den ich hier angelegt habe, die Diagonalen gemessen, vorher natürlich das Maß gemessen, das Maß, dass die gleich sind, dass die Längen hier gleich sind, jeweils die an den Längsträgern, dass die Höhen alle passen. Aber das sieht jetzt so gut aus, es ist auch sehr eben, dass ich das komplett jetzt einmal punkten kann, dann nochmal kontrollieren und dann wird es fertig verschweißt. Ja, kleine Zwangspause. Der Schweißdraht ist leer. Da muss ich erst neuen holen. Oh Mann, oh Mann. Ich bin dann mal kurz weg. So könnte es weitergehen. Noch eben den Schweißdraht auflegen, den alten rausnehmen. Und da kommen wir weiter. Keine Kosten und Mühen gescheut. Direkt mal eine 15 Kilo Spule besorgt. Vorher war die kleine 5 Kilo drin. Aber ich brauche eine ja eh. Also es geht weiter. Ja, und in dem Zusammenhang gibt es dann auch gleich mal eine neue Spitze und eine neue Tülle oder wie auch immer diese Teile heißen. Schaden kann es nicht. Jetzt geht es weiter mit dem Schweißen. So, der Rahmen wäre jetzt geschweißt. Naja, geht so einigermaßen. Könnte ein bisschen schöner sein. Aber mit der Schrubbscheibe kriege ich das auch wieder schön. Das mache ich jetzt und dann wäre es das für heute. So, es wird schon wieder dunkel. Ich habe das Chassis jetzt einmal nach draußen gelegt. Die Schweißnähte sind geschliffen. Das Ganze ist entfettet. Jetzt wird noch eben grundiert. Dann passiert da erstmal nichts mit. Eventuell kommen hier noch ein paar Diagonalen hier hinten rein. Hier und da, das muss ich mal schauen. Das soll es dann für heute gewesen sein. Vielen Dank. Ciao.